Herr Präsident, das ist eine ganz bussige Diskussion, die wir hier feiern. Nicht nur, weil wir gesehen dass sich ehemalige Fraktionskollegen hier einen erbitterten Wettstreit liefern, wen die größte Schulmeister ist. Aber das ist genau noch ganz bussig, du denkst, weil Jitverein, wie ich hier hören habe, alle Fraktionen und auch die Regierung gesucht haben, sie wählten keine Tracing-Apps. Weil da gebe ich so ein, dann halten wir das fest. Und in der Regierung einen klaren Auftrag, Verhandlungsauftrag, kann man machen keine Tracing-Apps. Versteht für ihn der Meinung aus. Dafür fand ich die Motion hier, auch wenn sie gut gemengt ist, wirklich superfetatoire. Weil das ist ungefähr so, wie wenn ich so ein, man will keinen Krieg gegen die Schweiz feiern. Und dann gehen wir eine Motion ran, ja, mit wann Krieg gegen die Schweiz, dann hätten wir gerne die an die Konditionen. Aber nee, komm, bleiben klar, man will keinen Krieg, man will keine Tracing-App, komm, los und dürfen sehen. Für was wollen wir kein? Erstens, und das hat schon drüber gesagt, es gibt kein, aber nur gut kein wissenschaftliche Etude, die den Nutzen von so einer Tracing-App bis lo auf irgendeine Art und Weise bewiesen hat. Am Gegenteil, dann ist die Frau, dass die freie Gesundheitsminister mit der Mutsch darauf hingewiesen hat, wie Herr hat noch selber gesagt, kann er, passt nicht mehr ab, so Tracing-Apps, das gut nicht gesagt, ob das irgendetwas bringt. Für was? Weil vorausgesagt wird, sogar bei denen, die dafür sind, dass 60-80% von einer Population mit so einer Tracing-App müssten ausgestattet sind, für dass sie überhaupt den theoretischen Nutzen hat. Verschiedene Länder hatten sie schon angefordert, aber ganz kurz drauf, aus genau denen Gründen, nämlich weil die Population nicht an dem Maß mitgemäht hat, haben sie sie ausgesagt. Es fährt in der Timer da etwas anders gemäht wird, nämlich ein Tier an der Faust, Faust an der Dieras von der Beschneidung von wesentlichen Freiheitsrechten, von der Beschneidung vom Datenschutz. Aber wie gesagt, wenn wir es alle gut einsehen, dass wir es nicht wollen, da braucht man manchmal auch keine so eine App. Wann es gesagt wird, ja, mit dem kann sein, wenn uns nur Beschländerin oder die Europäische Union uns das abzwingen und da wir eventuell Riesbeschränkungen verbannen, da muss ich ganz klar sagen, dass das ein Bruch von europäischen Treaten. Also erster bricht die Europäische Union zusammen, weil dass es da eine Bedingung gibt von Reisbeschränkungen. Dafür mengen ich, du verstehst mir das hier nicht mit, wir mengen, die Regierung sollte ganz klar das Verhandlungsmandat tun. Die Position, die sie da hier am Anfang hat, nämlich hier zu sagen, wir wollen so eine App nicht und auch dabei bleiben. Weil, muss euch schon bewusst sein, es gibt im Moment eh große Gewinner von dieser Krise und das sind all die Großbotten rund um Digitalisierungen, das sind Gaffern, Google, Amazon, Facebook, die auch da hier am stärksten haben, sind, dass das realisiert wird. Und man darf nicht dahin kommen lassen, dass grundlegend Freiheitsrechte die große Verlierer von dieser Krise sind. Dürfen stimmen wir das nicht mit. Merci. Merci vielmals, Herr Baum. Die Regierung wird gut. Der Premier, Staatsminister Xavier Bettel. Herr Präsident, ich sage nicht merci.